Hi Leute, willkommen zurück zu Zerlings Awakening. Falsch. Ich habe offscreen probiert, wie ich an das Herzteil in den Bergen da komme. Denn ich habe gerade irgendwie im Internet geguckt und unglaublicherweise kein Herzteile-Video oder so gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ach, probier's jetzt so, wie du da hinkommst. So. Ist eigentlich ganz simpel, man muss nur wissen, wo lang. Also das ist gut versteckt, also alleine würde ich da nicht raufkommen. Also wenn ich da nicht jetzt wirklich unbedingt so viel rumprobieren würde, ist voll fies. So beim Vorbeilaufen, ich bin da auch schon mal vorbeigelaufen, ja. So einfach beim Vorbeilaufen denkt man sich gar nicht, dass das da irgendwie so ist. Total gemein. Das Spiel verarscht uns alle. So, jetzt aber hier erstmal, zack, Action Man, ja, bam, 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 Herzteil, Herz meine ich, sorry. Herzen und so. Ja, wir müssen tatsächlich hier hoch. Wenn wir durch diese Höhle, ich glaube, das war die Höhle. Wenn wir durch diese Höhle gehen, dann sehen wir auch schon mal das Herzteil. Husten. Aber noch ist das nicht alles. Wir kommen ja noch nicht ran ans Herzteil. Das passiert dann auf ganz andere Art und Weise. Einmal ein Teil der Macht. Sehr schön. Und total geil, Mann. Ich liebe das. So. Ja, das ist aber ein seltsamer Stein. Mensch, du Spiel, dein Gesicht ist ein seltsamer Stein. So, hier. Pegasus-Stiefel durchgedönst hier. Und dann können wir hier lang. Wir müssen nämlich praktisch da lang, wo wir lang sind, als wir zum 8. Dungeon wollen. Oder wollten. So, hier brauchen wir wieder schön Enterhaken. Den habe ich ja zum Glück. So, und in dieser Höhle, da ist was. Nämlich genau diese Höhle ist, ja. Hier war ich ja schon drinne und dann muss man einfach nur hier, zack. Und bam. Ja, die Stelle sieht schon sehr verdächtig aus, aber trotzdem, da denkt man doch nicht dran, wenn man total heiß drauf ist, den 8. Dungeon zu betreten, ne? Ihr versteht doch, was ich meine. So. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Herzteil. Holla, die Waldfee. Und um da ranzukommen, müssen wir zum Schloss von Richard. Denn ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Herzteil noch fehlt. Fotohaus. Wo ist denn überhaupt Richard? Der ist doch... Ach so, ja, das hier alles ist halt Schloss. Dann bin ich ja fast da. Ah! Friedhof schon wieder. Komme ich von hier aus jetzt gar nicht nach rechts oder nach unten oder so? Muss ich doch. Was ist denn hier los? Ja doch, klar komme ich von hier aus nach unten. So. Zombies, ey, wie die aussehen mit ihrem großen Auge. So, zack. Und dann springen wir mal ein bisschen weiter. Dum, dum. Herz. Och Mann, ey, renn ich erstmal fett weiter. So scheiße. So. Hier war unser Kumpel der Riesentotenkopf aus Stein. Den konnten wir ganz leicht wegsprengen. So, gleich sind wir schon im Schloss. Total toll. Zack. War das hier links? Nee, ne? Nö. Es war einfach irgendwo hier im Schloss. Oder außerhalb vom Schloss, besser gesagt, ist eine Wasserstelle, wo ich dann wirklich baden gehen kann. Und die suche ich mir jetzt gerade. Ja, wo ist die denn? Wo ist die denn? Mann, was machst du denn, Link? Ja, irgendwie verkackt. Irgendwie doch nicht so. Dann muss ich... Ja, dann ist klar. Dann ist klar. Dann kann ich hier hoch. Und dann gehe ich hier weiter. Und dann kann ich hier baden gehen. Ein bisschen vor.
verdammt. Dann muss ich hier jetzt irgendwie... Kann ich hier zufällig durch? Nein. Ja, also das ist es auf jeden Fall nicht. Ich muss nämlich... auf der linken Seite vom Schloss irgendwie landen. Das kriege ich doch hin, Mann. Hier irgendwo kann ich doch... Na klar, hier. So. Zack, zack. Ich spule einfach mal vor, weil das Schwimmen so lange dauert. Kann das sein, dass es hier ist? Nö. Zack, hier irgendwo. Hup! Ist ja cool. Einfach so hier im Wasser versteckt. Und plopp. Alle 4 Herzteile, Mann. Yeah. Ja, einfach so hier drinne. Krass. Also was erwartet man ja nicht? Wie soll man da drauf kommen, Leute? Da muss es doch irgendwo im Spiel irgendwelche Typen geben, die einem helfen und Rätsel lösen und so, oder nicht? Gibt's sowas? Ich weiß das nicht. Leute, ihr müsst das wissen, ihr seid schlau. Moment mal, ich muss hier lang. So, dann machen wir mal ein bisschen Teleportation und dann ab in die Bibliothek. Zack. Ich glaube, ich, also hier Marcel hat gesagt, dass es in der Bibliothek irgendwas mit dem Buch, was da oben ist. Ich glaube, ich hatte mir das ja schon mal angeguckt, ne? Aber ich habe auch vergessen, was da drauf stand. Gucke ich mir nochmal an. Und ja, Friedhof und Bibliothek. Muss ich mir merken. So, jetzt mal hier, zack, bam. Das ist keine Truhe. Was? Das hast du auch gewusst? Na gut. Willst du das Buch lesen? Ja. Die bunte Welt, verborgen unter 5 Grabsteinen. Ich merke mir das jetzt einfach mal. Ich schreibe mir das jetzt ganz schnell auf hier so. Vor allem, ich merke mir das. Ich merke mir das, natürlich. So, 1, 2, 3, 4, 5. Runter, links, hoch, rechts, hoch. So, setze all deine Kraft ein. Öffne einen neuen Weg. Wer auserwählt ist, erhält die Macht über die Farbe. Wie wohl die bunte Welt aussehen mag. Leute, das wollen wir gemeinsam herausfinden, wie die bunte Welt aussieht. Lasst uns zur bunten Welt gehen, ja! Oh, Struppi, Mann, du Arsch! Herz, das ist cool. So, jetzt aber hier, Mann... Ja, ich mache hier gerade ein bisschen voll die Action und so, ich weiß. So, am schnellsten zum Friedhof komme ich von hier aus, indem ich einfach nur nach oben latsche, ne? Jupp. Was ist denn hier in der Höhle? Ach, egal. Egal. So, zack. So, und hier von... Hier sind die 5 Grabsteine. Ich kämpfe mal hier die Geister. Weil die sonst zu sehr nerven. Zack. So, also. Eins muss runter, links, hoch, rechts, hoch. Und es hat geklappt. Was haben wir hier? Okay, Leute, gruselig. Unsere Farben wechseln stets. Bin ich rot, so ist er blau. Ist er rot, bin ich blau. Welche Farbe trage ich? Wenn du rot bist, ist er blau, dann bist du blau. Verrat es mir. Hast du das Zauberpulver dabei? Nein? Dann geh zurück. Ich hab doch Zauberpulver. Unsere Farben wechseln stets. Bin ich rot, so ist er blau. Ist er rot, bin ich blau. Welche Farbe trage ich? Du bist rot. Verrate es niemandem. Die Fee erwartet dich. Okay. Boah. Hä? Was ist das für Viecher? Die Statue will mir etwas... Ach so, ja, ich habe ja keinen. Denn ihr fehlt der Schnabel und... Toll, muss er halt blau sein oder was? Ist ja fies. Zack. Yeah, der Kompass.
So, und nächster Raum. Döp, döp, döp. Was bist denn du für ein hässliches Vieh? Döp, döp, döp. Das ist das geil. Okay, hier brauche ich dann sicher das. Döp. Was du? Hohoho. Der Schnabel, sehr schön. Ich würde sagen, ich gehe auch zuerst zur Eule und guck, was sie zu sagen hat. Mal gucken, hier gibt es sogar einen Boss. Das ist ja fies. Das ist ein richtiger Dungeon. Dup, dup. So, was sagst du? Merk dir genau, aus Rot mache Blau. Mann. Hab ich doch schon... Mann. Ist okay, Eule. Schuhu. Komm her, diese super Monster-Schleimviecher hier. Komm her, hier. Arsch. I have no Angst vor dir. Ein kleiner Schlüssel. Das heißt, ich komme jetzt in den Raum mit dem Schlüssel. Mit der Tür. Alles klar. Aber ich will erst noch hier nach oben. Dup, dup. Ach du Kacke. Merk dir genau. Aus Rot mache Blau. Ist das fies, ey, mit drei Farben. Blau muss es sein. Hm. Zack, zack. Puh. So, wie ein Schlüssel. Hier sind böse Monsters. Zack, zack. Komm her, du Roter. Zack. So. Ach du, was bist du denn? Ich bin kein Schwächling. Dein mickriges Schwert ist ein Witz. Du nach, dein Schwert versagt hier. Versuche etwas anderes. Na, dann habe ich hier Zauberpulver für dich. Wow. Wow, wow, der macht voll Damage, der Arsch. Bam, bam, bam. Oh, er ist tot. Sehr schön. Was ist hier nur in der Kiste? Oh, der große Schlüssel. Na dann. Leute, ich glaube, der Dungeon hier ist ja gleich vorbei. Deswegen, ich weiß noch nicht. Ach, scheiß drauf, mach ich halt einen etwas längeren Part. Ich mach den Dungeon jetzt zu Ende. Und im nächsten Part kann ich dann eventuell das Windfischei anfangen. Je nachdem, wie schnell ich jetzt hier bin und wie cool und so. Ich hoffe, ich bin cool und schnell. Zack, zack. Dann ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wir müssen uns beeilen. Lalalala. Ach du Kacke. Giriganer, du willst mehr Kraft? Ein Clown wie du sollte aufgeben und nach Hause gehen. Scheiße, wie soll ich den denn fertig machen? Was ist denn das? Ich ramm ihn zu Tode. Hey, es klappt. Du komm hierher, du Arsch. Bam. Aua. Oh, viel zu viele Steine, Mann. Zack. Aua. Wenn die alten Stacheln hier immer... Das ist ein Arsch, ey. Das ist ein Arsch von Feind. Ah, er ist schon tot. Cool. Feechen. So, was haben wir hier? Schon wieder so ein fieser Raum. Ja, klar. Ja. Macht er sich selbst kaputt. Ich verstehe das Prinzip dieses Raumes. Ich muss den fliegenden Typen da runterholen. Zack. Tot. Moment mal. Muss ich alles hier ausmachen? Also alles kaputt machen? Ah! Moment mal, muss ich bestimmt nicht. Hier ist bestimmt ein Schalter unter irgendeinem Knopf, unter irgendeinem Topf. Was ist das für eine Verarsche? Mensch. Zack, stirb. Ups. Stirb, ups. Zack, zack, zack. Oh, hätte ich auch früher drauf kommen können, ey. Ernsthaft. Grundsätzlich.
So. Mann, oh, scheiß Schleimmonster, hässlich. Kiste. Eine Karte. Na, die kann ich jetzt auch gar nicht mehr solo gebrauchen. So, hier haben wir wieder Typis. Nein. Blau muss da rein. Grün muss da rein. So, aua. Voll weggestupt. So, blau kommt hier rein. Und grün kommt da rein. Schlüssel. Ich überlege, ob ich jetzt noch den Part beende. Wie weit bin ich denn vom Boss entfernt? Ah, nee, ich bin gleich da. Ach du Sche... Okay, nee, Leute, das mache ich dann doch im nächsten Part. na klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und im nächsten Part machen wir weiter im Farbdungeon. Und ja, mal sehen, wann dann das Windfischei beginnt. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.